Allerdings muss ich es zugeben, ich schimpfe immer so ein bisschen mit meinem Mann. Die Rosi ist auch da. Ich habe mich total gefreut. Rosi ist genauso groß wie ich. Gucci Gang, Gucci Gang. Das war sehr lustig. Da habe ich mal so ein bisschen den Laden aufgemischt. Die Rosi wird sich auch gedacht haben, oh mein Gott. Ich bin schwer verliebt. Also gut, so viel zu meinem Ehemann. Ansonsten. Hello, hello. Oh mein Gott. Das Event ist schon eigentlich jetzt hier in dieser Location rum. Ich habe es euch gar nicht gezeigt. Wir gehen jetzt gleich wieder. Hallo, ihr Lieben. Das ist jetzt wieder so... Ja, ups, die Zeit ist schon rum. Ich habe gar nicht gefilmt. Mach mal die Kamera an. Ach ja. Naja, also es geht auf jeden Fall um Freiöl. Ja, und ich bin in Düsseldorf und es war eine Odyssee, hierher zu kommen. Ich habe genau 5 Stunden gebraucht. Das wird eine andere Geschichte. Vielen Dank, Deutsche Bahn. Ja, danke. Mir ist es auf jeden Fall total schön. Ja, es ist total schön. Und sehr warm. Und sehr, sehr warm. Und ich gehe mal, sonst dauert das alles ewig, hier bis hierher. Ja. Ja, weil du die ganze Zeit redest. Genau. Okay, also auf jeden Fall war das hier die Location. Wir sind hier im White Loft Düsseldorf. Nennt sich das so, Steffi? Ja. Wir haben gerade lustige Polaroid-Bilder gemacht. Das war richtig geil. Ich so zum Fotograf, nichts Gestelltes, ne? Nichts Gestelltes und so. Dann haben wir halt unsere Bilder gemacht, so wie wir halt sind, ne? Steffi und ich. Und zwar so. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ja, jedenfalls sind noch ganz viele andere Blogger da. Und es geht jetzt auch direkt weiter und ich nehme euch einfach wieder eine Runde mit, würde ich sagen. Ach, und übrigens, die Rosi ist auch da. Ich habe mich total gefreut. Jetzt habe ich die Rosi mal persönlich kennengelernt. Zeige ich euch dann später noch. Ach, und hier ist mein Handy. Schaut, ich lasse immer alles überall liegen. Ja, so bin ich. Ja, das bin ich. Okay, also weiter geht's. So, wir haben jetzt alle miteinander eingecheckt. Allerdings muss ich mich auch schon wieder total beeilen. Ich bin gerade übrigens so erschrocken, als ich reingekommen bin, wegen diesem Teil hier. Ja, ich so, oh Gott. Ja, so bin ich. Also das ist das Bett, in dem ich heute Nacht schlafen werde. Ich freue mich riesig. Es sieht alles sehr, sehr edel aus. Hier so hinter mir. Da ist die Dusche, die ich morgen Gott sei Dank nicht putzen muss, morgen in der Früh. Und das ist mein Ausblick. Jetzt mache ich mich nochmal ganz kurz frisch und dann geht es mit dem Programm auch schon weiter. Ich glaube, wir Mädels wollten uns unten treffen. Was gibt es denn hier? Achso, hier ist die Toilette. Genau, okay, ja, das hat uns gefehlt. Genau. Ich bin noch so ein bisschen durcheinander wegen der Fahrt, die wirklich schrecklich war. Also es war eine Verspätung nach der nächsten. Technischer Defekt in 2 ICEs. Die Bordrestaurants in beiden ICEs ging nicht. Ich hatte Hunger des Grauens. Ich habe immer noch Hunger des Grauens. Ich habe immer Hunger des Grauens. Naja, egal. Also gut, ich mache mich kurz frisch und dann sehen wir uns unten nochmal, würde ich sagen. Jawohl. Auf die Pizza? Auf die Cola. Ich mache Werbung für Cola. Coca-Cola. Produktplatzierung des Feins. Mmh. Lecker. Also, ihr müsst jetzt nicht mehr wissen, sonst wir haben jetzt überbrechen die Zeit. Moment, ich überlege. Guck mal, die Heidi. Alles einmal von oben bis unten ausgesucht. Kritischer Blick. Was kommt da noch alles rein? Und ich esse das erste Mal was bei Frozen Joghurt. Ich habe es gleich mal übertrieben. Was soll ich dazu sagen? Ich roll mich dann heim. Schaut mal, da ist endlich die Rosi. Yay! Und wisst ihr was? Die Rosi ist genauso groß wie ich. Yay! Sie ist Pepeci. Ja, ich habe mich total gefreut. Jedenfalls essen wir jetzt. So sieht es jetzt aus. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Und da drüben ist die Steffi. Ja, die ist schon wieder am Handy, war ja klar. Das ist ja nichts Neues, das wisst ihr ja, ne? Kann. Ich habe euch jetzt gar nicht mehr weiter mitgenommen in Düsseldorf, erzähle euch aber auch gleich noch eine Runde darüber. Es war
wunderschön, nur so viel dazu. Allerdings machen wir jetzt gemeinsam gleich Pizza, selbstgemachte Pizza. Da hatten mich ganz, ganz viele gefragt auf Instagram, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie ich das Ganze mache. Ich hatte euch da nämlich so ein paar Sequenzen gezeigt, wie wir eben unsere Pizza selbst machen. Und jetzt zeige ich euch mein Geheimrezept, was so geheim gar nicht ist. Aber ich komme gar nicht mehr hinterher, diese ganzen Fragen zu beantworten. Deshalb heute in diesem Video. Ansonsten liegt hier noch meine Goodie Bag bereit. Ich habe noch gar nicht so richtig reingeschaut. Allerdings habe ich diese Tagespflege heute Morgen schon verwendet. Meine Haut hat es so komplett aufgesaugt. Und ich habe mir noch gedacht, okay Haut, alles klar mit dir. Was ist los? Jedenfalls war die schon mal sehr, sehr gut heute Morgen. Hier habe ich auch noch das Paketchen von Benefit. Und zwar teste ich da im Moment ein paar Produkte. Und ein paar Produkte gehen auch noch an euch. Die darf ich nämlich verlosen. Da habe ich mich so, so doll gefreut, als dieses Paket ankam. Wirklich, ich bin fast vom Hocker geflogen, ne? So ein Paket von Benefit. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Jedenfalls freue ich mich, dass ich da was ganz, ganz Tolles verlosen darf. Ansonsten haben wunderschöne Blumen auf mich gewartet von meinem Ehemann. Schaut mal bitte, wie schön die aussehen. Oh mein Gott, ich bin total verliebt. So, so edel sieht dieser Blumenstrauß aus. Allerdings muss ich zugeben, ich schimpfe immer so ein bisschen mit meinem Mann, wenn er mir Blumen bringt, weil die immer so unfassbar teuer beim Floristen sind. Und ich sage immer zu ihm, Mensch, ich freue mich doch auch über Blumen aus dem Garten. Aber er hat immer so eine Freude, wenn er mir die schenkt. Und dann geht er in die Speis und holt eine Vase. Und ja, stell die dann hier hin. Und dieses Lachen, ja, in seinem Gesicht, das ist einfach unbezahlbar. Und er macht mir dann natürlich noch eine größere Freude. Also es klingt natürlich total undankbar, ja, wenn ich sage, Mensch, kauf mir keine Blumen, ne? Aber ja, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Also es ist halt nun mal teuer beim Floristen, ganz klar. Und ja. Blumen aus dem Garten tun es auch, aber die sind natürlich auch wunderschön, ne? Schaut es euch an. Oh mein Gott, ich bin schwer verliebt. Also gut, so viel zu meinem Ehemann. Ansonsten hat mich ein Paketchen erreicht von Beauty Light. Ich habe ja schon ein Beauty Light. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was der Unterschied ist. So sieht das jetzt hier aus. Ich werde mir das natürlich alles durchlesen und werde euch darüber berichten. Ansonsten liegt jetzt hier noch ein Prospekt bereit. Schaut mal, habe ich euch auch gezeigt. Ich wünsche mir nämlich ein Hochbeet für den Garten. Da war ich auch noch unterwegs. Und ansonsten ruft jetzt wahrscheinlich gerade meine Mama an. Die hat nämlich Geburtstag. Ist die Oma? Und vorhin konnten wir nicht reden, weil sie noch einen Anruf bekommen hat auf dem anderen Apparat. Also, wir sehen uns gleich nochmal. Moment, ich muss erstmal mit La Mamma telefonieren aus Italien. So, das war La Mamma aus Italien. Wir machen jetzt gemeinsam Pizzateig. Der Lessi ist schon bereit, hier in meiner Küche. Wir bereiten jetzt den Teig selbst zu. Allerdings zur Tomatensauce, ne? Ihr wisst ja, dass das die Tomatensauce meiner Eltern ist. Die machen die selbst. Also, die haben quasi die Tomaten in ihrem Garten. Wie sagt man auf Deutsch? Madonna, Moment. Ich rede gerade auf Italienisch mit euch. Die pflanzen die, ne? Ernten die und dann werden die gewaschen und so weiter und dann wird daraus eben eine Tomatensauce gemacht. Mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. So, also gut, wir machen jetzt Pizza zusammen und im Anschluss erzähle ich euch dann noch, wie das Event war. Warum mache ich solche Handbewegungen? Ich weiß es nicht. Also, auf geht's, Pizzateig machen jetzt aber wirklich. So, ich zeige euch ganz kurz die Zutaten im Überblick. Allerdings mache ich das immer total nach Gefühl. Ich schreibe euch aber nochmal alles unten in die Infobox. Also gut, wir starten. Wir brauchen 900 Gramm Mehl, also circa 500 Milliliter lauwarmes Wasser. Eine halbe Packung Hefe, frische Hefe habe ich hier. Dann habe ich 2 Esslöffel Zucker, 2 bis 3 Teelöffel Salz und Olivenöl. Ich habe das hier aus Italien. Die Hefe wird jetzt im lauwarmen Wasser vermischt. Achtet bitte darauf, dass es wirklich lauwarm ist, das Wasser. Das ist sehr wichtig. Also die trockenen Zutaten habe ich jetzt alle rein. Und jetzt kommt das lauwarme Wasser mit der Hefe. Das vermischt er jetzt alles schön. Ich mache das erstmal hier mit so einem Teil, damit der Teig dann richtig schön fluffig wird. Aber gut, ich meine, klar, ihr müsst dann natürlich nochmal mit den Händen ran.
Oder ihr habt eine Küchenmaschine. Jetzt so wie ich. Also wir nutzen die Zeit noch und machen Pancakes, bis der Teig geht. Also der Lassie ist ja mein Pancake-Meister, ne? Was brauchst du jetzt, Schatz? Zucker. Genau. Hast du viel rein? Das ist nicht schlimm. Dann machst du halt jetzt auch ein bisschen mehr Zucker rein. Und hier geht es auch schon weiter. Und da ist sie, die Tomatensauce meiner Eltern. Meine Mama hat mir ganz viel Vorrat mitgegeben im Sommer. Lecker. Das wird jetzt ganz lang köcheln. Wir belegen jetzt die Pizza. Das könnt ihr natürlich nach eurem Geschmack machen. Wir haben jetzt hier Mozzarella. Für die, die keine Mozzarella mögen, die nehmen Gouda, Salami, Zwiebeln. Rote Zwiebeln sind das. Dann haben wir Thunfisch, natürlich Rio Mare. Frische Champignons, Paprika habe ich noch und Mais. Das seht ihr jetzt nur hier nicht. Und dann kommt am Ende noch ein bisschen Tabasco drauf. So, schaut mal, jetzt mache ich ganz schnell mal meinen Nagellack mit euch runter. Der sieht nämlich echt aus. Ganz, ganz schlimm. Ich habe für sowas ja immer keine Zeit. Erzähle euch jetzt aber in der Zwischenzeit noch, wie es Event war. Ich habe jetzt übrigens mal meine Blumen da hinten hingestellt, damit ihr auch noch ein bisschen was davon habt. Ja, von der Schönheit dieser Blumen. Also gut, zum Event. Es war richtig, richtig schön. Ich habe es leider nicht geschafft, irgendwie verschiedene oder mehrere Eindrücke einzufangen, weil ja die ganze Zeit Vorträge gehalten wurden. Also es wurde sehr viel erklärt, natürlich auch zu den Produkten. Ganz, ganz viele Dinge zur Ernährung, die mich natürlich sehr interessieren. Also es war jetzt aber nicht so viel Neues dabei. Ne? Natürlich, klar, wir sollen alle ganz viel trinken, das vergesse ich sehr oft leider. Wem geht's noch so? Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt. Sehr, sehr gerne auch unten in die Kommentare. Ich stelle mir natürlich auch schon immer überall irgendwie was hin. Aber es ist schwierig, weil dieses Durstgefühl hat man nun mal selten. Also Hunger verspürt man, aber Durst eher selten. Also mir geht es zumindest so. Aber das ist natürlich sehr wichtig, das wissen wir. Also gut, wir sind dann übrigens am Samstag, also wir haben dann noch gefrühstückt, die Rosi, die Steffi, noch eine Bloggerin, ich glaube Franzi hieß die, mit ganz, ganz Liebe und ich. Und dann haben wir, die Rosi und ich, die Innenstadt unsicher gemacht am Samstag. Es war so lustig, es war so lustig. Wir waren bei Sephora, bei Douglas, bei Burberry, bei Gucci. Gucci Gang, Gucci Gang. Das war sehr lustig. Da habe ich mal so ein bisschen den Laden aufgemischt. Die Rosi wird sich auch gedacht haben, oh mein Gott. Aber ja, es war halt lustig, ne? Ich dann so, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Und die Verkäuferin guckt mich so an. Habe ich gedacht, oh Gott, jetzt kommt's, ne? Die hat dann mitgemacht, ja. Da habe ich mir was Schönes gekauft. Und dann waren wir noch bei Louis Vuitton, haben da so ein bisschen die Leute beobachtet, die sich da die teuren Sachen kaufen. Und ja, es war so spaßig mit der Rosi. Wir haben dann auch gemeinsam gegessen. Und ich muss euch wirklich sagen, die Rosi, also das ist so ein Herzensmensch. Wir haben uns, also wir waren beim Event nebeneinander gesessen, da konnten wir uns noch nicht so viel unterhalten. Da kannte ich sie jetzt auch nur aus den Videos. Ne? Man denkt ja immer, man kennt die Person, aber im Prinzip, ja, kennt sie einen ja nicht, ne? Ich bin ja quasi eine Wildfremde für Rosi gewesen. Und da haben wir so kurz geredet und dann eben das Event zusammen verbracht. Wir haben dann übrigens auch Yoga gemacht. Wir haben ein ganz tolles Buch auch noch bekommen. Oh, die war so super, diese Yoga-Lehrerin. Die hatte so eine positive Energie. Die hat so gestrahlt. Ihr Lächeln, das war so ansteckend. Oh mein Gott, die war mir sehr, sehr sympathisch. Allerdings mache ich mich halt bei Yoga immer voll zum Affen. Wir hatten in Cannes mit L'Oréal auch mal so eine Yoga-Session. Das einzig Wunderschöne war, dass wir aufs Meer geguckt haben und ich habe mir einen abgeschwitzt. Ich habe halt echt gedacht, Yoga wäre total einfach, ne? Machst du da so ein paar Übungen? Aber nein. Naja, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben, haben wir die Innenstadt unsicher gemacht. Jetzt kenne ich ja Düsseldorf gar nicht. Also ich war schon in Düsseldorf mit Lancôme.
Aber so die Innenstadt kenne ich halt nicht, ne? Und die Rosi hat mir einige schöne Geschäfte gezeigt und hat mich dann um 4 Uhr zum Bahnhof gefahren. Das war auch voll lieb von ihr. Eigentlich ging mein Zug um 2, aber Rosi meinte, nee, sie hat sich Zeit eingeplant und es ist völlig in Ordnung, wenn wir noch ein bisschen Zeit verbringen. Ich glaube, sie hat es auch sehr genossen, ne, wenn man mal kinderfrei hat. Ist ja jetzt nicht so, dass man seine Kinder nicht liebt, aber wenn man mal so ein paar Stunden für sich hat, ne, und ein bisschen nach Beauty schauen kann, ist das auch was Schönes. Jedenfalls bin ich dann erst um 4 gefahren und ja, ganze 5 Stunden. Die Hinfahrt war total ätzend nach Düsseldorf. Ich war so lange in den Zügen gesessen. 2 ICEs hatten technischen Defekt. Heidi kommt, ne? Züge gehen kaputt. Ja, wenn Heidi unterwegs ist. Jedenfalls war die Rückfahrt dann halt auch nochmal anstrengend. Aber ist egal, ich habe ganz viel Positives aus dem Samstag nochmal gezogen. Ganz, ganz tolle Erinnerungen hatte ich eben. Ja, an das Treffen mit Rosi, sie so zu erleben, mal live, vor allen Dingen privat. Ganz privat haben wir natürlich auch gesprochen und es ging nicht um YouTube hauptsächlich, gar nicht. Es ging viel um die Kinder, Familie und so weiter. Also es war wirklich sehr schön. Wir haben unglaublich viel gelacht und jetzt klingelt schon wieder das Telefon. Es ist ein kleines Irrenhaus hier. Ist es nochmal die Oma? Ja. Es ist unglaublich. Ja. Also gut, sag mal, ich rufe gleich zurück, die Oma, Schatz. Ja, es war natürlich auch wunderschön, dass ich die Steffi wieder gesehen habe. Mein Goldstück Steffi, wir haben ein paar lustige Bilder gemacht. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Also wie gesagt, insgesamt war das Wochenende wunderschön. Das Event war super gut organisiert. Wir haben lecker gegessen. Wir haben in einem richtig coolen Hotel geschlafen. Und ja, der Samstag war halt für mich nochmal so ein Highlight, ne? Ja, und ich werde auf jeden Fall nochmal nach Düsseldorf fahren. Düsseldorf ist wirklich richtig cool. Vor allen Dingen, da gibt es ja auch so eine Straße, ne? Wie nennt die sich? Die Kö oder was? Also an der Kö sind doch die ganzen Geschäfte. Und dann gibt es doch diese eine Straße, wo diese ganzen richtig krassen Autos fahren, wo die Fotografen so auf dem Boden liegen. Jetzt klingelt das Telefon unglaublich, unglaublich. Moment. Meine Mama. Ciao! Das ist unglaublich. Ciao, stai vedendo solo i fiori? Sì, vedo i fiori! Oh, schön! Die Blumen, die meine Schwester ihr geschickt hat, meine Mama. Fammi salutare un attimo le persone, un attimo. Lassi, die Oma ist hier am Telefon. Willst du kurz mit der Oma reden? Klar. Also, meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich muss jetzt weiter mit Oma telefonieren und dann muss ich ins Büro. Ihr wisst, La Mama hat heute Geburtstag. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Dieses Video ist, glaube ich, wieder ultra lang geworden. Sorry dafür, mein Gott, wenn ich mal anfange zu labern. Ne? Ich höre nicht mehr auf. Ja, das ist so schnell trocken, das Zeug. Das ist ja unfassbar. Ne? Jetzt kommt noch ein Essilack drüber. Ganz schnell, zack, 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 zack. Weil ich keine Zeit habe für sowas. Ihr wisst Bescheid. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Jetzt war das alles ein bisschen chaotisch, ne? Italienische Art. Also macht's gut. Tschüss.